Astro TV. Home Shopping für Leute, die mit dem Verstand bezahlen. Außerdem der einzige Sender, der Karma abziehen kann. Ja, ich habe jetzt das sexuelle Karma, was ich als erstes abziehen werde. Ja. Und bei dem die Zukunft aus einer Zigarette gelesen wird. Partnerschaft, ja. Aber was ich hier sehe, das ist ein Weg von 3 Jahren bei dir. Noch vor der Schillerstraße die beste Impro-Comedy im TV. Dieses Geschäftsmodell haben sie inzwischen auch online ausgebaut. Bei diesem Berater kannst du dir Orakel- und Engelkarten legen lassen. Oder sofort auf seine Engel- und Jenseitskontakte zurückgreifen. Wie praktisch. Und bei YouTube glänzen sie mit nerviger Musik und dem Flirthoroskop. Von der großen Liebe bis zur herben Enttäuschung ist alles drin. Es ist also alles drin. Danke. Wie Astro TV zu viel mehr als nur einem Fernsehsender geworden ist, welche Geschütze sie im Web auffahren und wie Astro 2.0 den ESO-Nerds die Kohle aus der Tasche zieht, jetzt. Ja, Burkhard, ich sehe hier, du bist noch viel zu nüchtern. Ja, kein Wunder, dass dich dann alles so mitnimmt. So, hier habe ich die kotzende Safari-Katze, ja? Das bedeutet Herrengedeck und Ex. Ja, dann mache ich das mal genauso. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, gerne. So, und ich reinige dir jetzt hier nochmal die Flasche von dem Karma. Die Geschichte von Astro TV ist genauso skandalfrei wie die der Tour de France. Bei der zuständigen Aufsicht gingen immer wieder Beschwerden ein. Die zielten auf eine Überprüfung der Sendelizenz und auf einen möglichen Lizenzentzug für Astro TV ab. Weil der ein oder andere Anrufer hatte sich nicht unter Kontrolle, wie diese Frau. Auf rund 38.000 Euro belaufen sich die Kosten, die sie in einem Jahr vertelefoniert hat. Immerhin erhöhte die Aufsicht die Auflagen. Inzwischen muss Astro TV diesen Hinweis permanent unten durchs Bild laufen lassen und darauf hinweisen, ein Anruf garantiert nicht durchzukommen, keine Beratung für Minderjährige mobil abweichen und so weiter. Doch die Sterne schlafen nicht. Astro TV hat es geschafft, neue Felder aufzutun und sich der Zeit anzupassen. Denn trotz aller Verfahren und Beschwerden gibt es den Sender immer noch. Als Livestream im TV, über Satellit oder im Kabel. Astro TV lauert überall dort, wo debile Kundschaft sein könnte. Beziehungsweise dort, wo Leute sind, die sektenähnliches Verhalten an den Tag legen. Also im Apple Store. Da gibt es den Stream als App für Handy, iPhone und Apple TV. Passenderweise kategorisiert unter Glücksspiel und Wettbewerbe. Natürlich ist die Stream-App auch für Fire TV und im Google Play Store verfügbar. In letzterem offenbaren dann die User-Bewertungen das ganze Ausmaß der intellektuellen Katastrophe. Die Hellseherinnen und Hellseher sind sehr genau und man kann den Angaben vertrauen. Bleibe Astro TV als Kunde weiter treu. Na, es geht nur um Kochen. Diese armen Seelen bekommen dann im TV-Stream diesen bunten Mix vorgesetzt. Beratung, wie zum Beispiel Hellsehen und Kartenlegen. Nur echt mit einem besseren Mau-Mau-Deck. Immerhin sind sie noch nicht auf die Idee gekommen, irgendwelche Trading-Card-Games zu nehmen. Ja, liebe Gertrud, ich tappe jetzt all meinen Mana, benutze das Quecksilber-Amulett und spiele den bodenerschütterten Remasuri mit 6 Angriff und 5 Verteidigung. Wie soll mir das weiterhelfen? Gar nicht, aber ich habe gegen meine Kollegen gewonnen. Ah, Menno, Trampelschaden. Wie haben Sie mich genannt? Dazu gibt es Home-Shopping von so ESO-Schnickschnack wie diesem hier. Das Elohim der Kraft, levitierendes Wasser für die göttliche Kraft in uns für 37 Euro. Ja, und jetzt von mir für euch das Urinieren aus der Haft. Da haben 13 Schwerverbrecher rein uriniert. Nur 89,95. Das Einwählen funktioniert immer noch im neuen Live-Gedächtnis-Modus. Man ruft an und bekommt in 99% der Fälle das hier zurück. Sie wurden dieses Mal leider nicht ausgewählt. Dieser Anruf kostete Sie 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Hast du da gerade 50 Cent verschwendet? Nee, 30 Euro. Ich habe da 60 Mal angerufen. Um durchzukommen, braucht man mehr Versuche als ein AfD-Kandidat bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten. Dass da schnell Schulden entstehen, ist inzwischen weit bekannt. Sogar in diesem Pokémon-Forum wird vor Astro TV gewarnt. Pokémon! Das ist, als würde in der Betriebsanleitung für den Thermomix vor einem thermonuklearen Krieg gewarnt werden. Doch das TV-Geschäft war nur der Anfang. Astro TV hat inzwischen ein riesiges Berater-Imperium aufgebaut. Denn der TV-Sender ist nur die Spitze des spirituellen Eisbergs. Über allem steht die Muttergesellschaft Advico GmbH. Denen gehören nicht nur Astro TV, sondern zum Beispiel auch Ableger wie Questico und Fortunica. Könnten vom Namen her auch Point-and-Click-Games-Hersteller sein. Das Prinzip, bei Astro TV beraten zu werden, braucht Glück und Geduld. Bei den anderen kann man nach einfacher Registrierung sofort loslegen. Questico bietet einen Wasch an esoterischen Beratern. Für alle ist was dabei. Diese gute Frau hier hat nicht nur Licht- und Engelskontakte. Nein, sie kann auch noch Zigeunerkarten legen.
Zigeunerkarten? Heißt das nicht Karten mit Rotationshintergrund? Egal. Anja hingegen besticht durch Hingabe. Sie legt die Karten schon, seit sie 14 ist. Wow. Will er nicht angeben, aber ich habe Mama zum ersten Mal schon mit 12 gelegt. Ich war ein sehr dummes Kind. Dann gibt es auch noch Silke. Ihre Spezialitäten sind nicht nur die Liebe, sondern auch konkrete Zeitangaben. Für was für Anfragen ist das denn nützlich? Silke, ich brauche ganz dringend Hilfe. Wo war ich am 14.05.2015 um 13.03 Uhr? Ich brauche das für meine Vernehmung, für meine Zukunft. Mandy, Herr, ich brauche das für meine Zukunft, Silke. Auf der Seite überpräsent das Versprechen, was umsonst zu bekommen. Doppelte Freiminuten, gratis Gespräch. Alles umsonst? Da sagen auch wir nicht nein. Unser Redakteur Yannick hat sich da tatsächlich mal angemeldet. Erste vertrauensbildende Maßnahme, man muss seine Telefonnummer angeben und wird dann zurückgerufen. Es ist also definitiv kostenlos. Yannick hat sich dann eine verfügbare Beraterin gesucht und guten Mutes ein Gratisgespräch angefordert. Und er bekam Werbung für ihr Angebot. Über anderthalb Minuten wurde er zugelabert. Und dann kam dieser Hinweis. Ihr Gratisgespräch ist leider nicht zustande gekommen. Tja, schade aber auch. Vielleicht waren die alle zu Tisch. Alternativ kann man die Berater direkt anrufen für 1,99 Euro pro Minute. Da waren sie dann plötzlich wieder verfügbar. Doch wem Telefonieren zu 2010 ist, für den hat Advico das hier im Angebot. Eine sogenannte Standalone-Esoterik-App. Fortunica heißt diese Wunderbox der spirituellen Geldabsaugung. Die gibt's für alle gängigen Betriebssysteme und funktioniert so. Aus den vielen Beratern den Berater des Vertrauens oder den mit der lustigsten Frisur aussuchen und reintippen, was dir unter den Nägeln brennt. Mein Hund hat den Hamster meines Nachbarn gefressen. Wie kriege ich das schlechte Karma wieder weg? Dann pro Nachricht den Schnäppchenpreis von 3 Euro per PayPal bezahlen und zack, dir wird geholfen. Hallo, dieses Karma trifft dich nicht. Auch wenn du verständlicherweise ein schlechtes Gewissen hast, so hat hier leider die Natur gesiegt. In diesem Moment muss ich dir nach den Karten den Rat der Akzeptanz geben. Das sind für 3 Euro Sprüche, die auch aus einem Glückskeks sein könnten. Und man hat da nicht mal den Keks. Aber gut, wir machen uns hier über Kartenlegen, Horoskope und Karma-Absaugung einfach so lustig. Ausgewogenerweise muss man natürlich fragen, ist das denn wenigstens ansatzweise wissenschaftlich? Genau, dazu ein Experte. Nein. Aber trotzdem, ist das jetzt alles schlimm, schlimm, schlimm? Nun, erstmal wird man davon auf jeden Fall schlimm reich. Karten legen und das Verkaufen von irgendwelchen Engelsfürzen wirft ordentlich was ab. Die Advico GmbH machte im Finanzjahr 2014-15 allein 50 Millionen Euro Umsatz. Und ja, es wird hier Geld mit Leuten gemacht, die es eigentlich besser wissen sollten. Aber sie tun es halt nicht. Sie sind oft begeistert. Bei unserem Berater und Teenie Voldemort Thomas hier zum Beispiel. Lieber Thomas, ich danke dir für dieses Gespräch voller Wahrhaftigkeit. Deine Aussagen sind absolut zutreffend, bereichernd und berühren eine Tiefe, die ich selten erlebt habe. Du hast mich in meiner Essenz erkannt und beschrieben. Okay, die wollen das offenbar. Denen scheint das Spaß zu machen, verarscht zu werden. Ungefähr so. Sie wurden hier gerade ausgeraubt. Ja, dieser nette Herr hier hat mir zwar 500 Euro aus der Tasche gezogen, aber er hat mir auch ein Bild von seiner Tochter gezeigt, mir einen Witz erzählt und sein Brownie mit mir geteilt. Eigentlich netter Kerl, gerne wieder. Für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg war der Fall aber klar. Sie vermeldete 2015 zwar ein Aufsichtsverfahren, entzog die Lizenz aber nicht. Unter anderem betonte die MABB, Astro TV habe die Überwachung der internen Selbstkontrolle, was das Auftreten von Beraterinnen und Beratern angeht, erheblich verbessert. Auf jeden Fall wird weiter Cash geschürft. Die ganze Branche setzt in Deutschland jährlich zwischen 15 und 20 Milliarden Euro um. Und da sind Globuli noch nicht mal mitgerechnet. Und bei so einer Goldgrube können auch wir dann einfach nicht anders, als selbst einzusteigen. Wenn ihr eure Oma also schon vor den Fernseher lasst, dann stellt wenigstens sicher, dass sie was Vernünftiges schaut. Nämlich das hier. Ja, ich sehe hier, die Pfandgötter sind dir wohlgesonnen. So, und deine Kackpratzigkeit steht im dritten Haus des Jupiters am Tresen. Sehr gut. Ich rate euch auf jeden Fall, hier diese levitierte Bierflasche zu kaufen, jetzt für nur 800 Euro inklusive Popsocket. Gratis dagegen sind Tim Walulis seine Videos. Und wenn ich so auf meine Karten gucke, dann sagen die mir, es ist kurz nach Bier. Das heißt, abonnieren. Und natürlich die Glocke drücken, sonst gibt es schlechtes Schamhaar-Karma. Sorry, ist halt so. Oh. Ja. Yeah.